Steht genau vor mir. Also wenn ich das Spiel stoppe, dann stoppt es auch nicht automatisch. Gut zu wissen. Hab sie gehört, ich sehe sie nur nicht. Schnell, renn, ich weiß deinen Namen nicht mehr. Da ist sie. Seh dich. Ja, gut. Soll sie. Die ist ja noch frecher als die eben, die schreit ständig. Seh dich. Seh dich, ich seh dich. Toll, es wird ja immer schwerer. Ja, eigentlich ja schon. Aber über die Brücke gehst du nicht, oder? Guck mal, deine Füße werden dabei nass, ja? Ja, das nächste Dorf. Ja. Was man ein Dorf nennen kann. Und geh doch bitte zu. Danke. Vielleicht. Musik ist immer noch da. Ah, ja, das meinte ich. Wo muss ich jetzt lang? Was war das bitte für ein Geräusch? Ach, da. Mhm. Begegne ich schon wieder einer eigentlich längst toten Person? Ich meine, man denkt an das letzte Mal. Da bin ich einem Mann begegnet, der hat seine kleine Tochter umgebracht, nur damit dieser Eric sie nicht bekommt. Mir hielt das tote Baby die ganze Zeit im Arm. Labert irgendeine Scheiße. Jetzt nicht mehr, wofür? Oh, der nächste Meilenstein. Okay, da brennt ja Licht, also könnte da wieder jemand sein. Ja. Das Geschrei. Geschichten der Dorfbewohner. Das Geschrei. Das Geschrei dieses Miststücks. Ich kann es nicht länger ertragen. Das Geräusch klingt so seltsam wie hier oben in den Hügeln. Was? Doch. Das Geräusch klingt so seltsam hier oben in den Hügeln. Ich kann hören, wie sie Vögel fängt und nach ihren Gefährten ruft, doch schon lange fort ist. Wie sie den Verlust ihrer Augen betrauert. Scheint, als hätte die Wache vor ein paar Tagen eine Falle aufgestellt. Hat sie mit einem Haufen toter Krähen in der Nähe des Wachturms gelockt und kochenden Teer auf sie gegossen, als sie näher gekommen ist. Sie haben versucht, mit brennenden Pfeilen auf sie zu schießen, aber eher findet man ein Pferd mit Kiemen als einen Mann der Wache, der gut zielen kann. Was lassen? Was waren Kelpies nochmal? Pferde mit Kiemen. Oh nein, bitte nicht. Aber sind die nicht unter Wasser? Ja. Können auch an Land kommen. Ah, oh nein. Das elende Ding ist nicht gestorben. Ist nur wehklagig in der Dunkelheit verschwunden. Wetten, das ist das Vieh, das mich die ganze Zeit verfolgt jetzt gerade. Aber das Geschrei, wenn sie mir nicht den Schlaf rauben würde und ich wegen ihr nicht meiner eigenen verlorenen Liebe nachtrauen müsste, hätte ich beinahe Mitleid mit ihr. So wie ich Mitleid mit diesem alten Mann, Eric, und seiner furchtbaren Aufgabe habe. Oh, bitte nicht. Oh. Ja, dein Blick sah richtig aus, Mädel. Ich weiß immer noch nicht, wie du hießt. Das ist so ein merkwürdiger Name. Nein, das ist nur eine Hand. Das sieht aus, als sei da eingeschlafen. Was ist denn deine Aufgabe? Die Kinder zu entführen.
Warum der das macht, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe kein Inventar, oder? Nein, habe ich nicht. Kann ich also nicht nachgucken. Wahrscheinlich. So. Habe ich nicht gerade schon hier eine gesehen? Ich bin in einem Dorf, lass mich in Ruhe. Da ist auch Licht. Hallo? Hallo? Nee, doch, da ist einer. Zu Tode gesoffen? Der Krieg, Erics Geschichte. Eric hat uns heute Nacht von dem Pakten und dem Krieg vor langer Zeit erzählt. Man sagt, man könnte die Schrecken Ragnarok überall hören. Nein, oder? Ja, selbst als unser Volk hierher in Sicherheit gebracht wurde, die Erde bebte. Riesige Bauten Asgars fielen. Bei Asgars hätte es mir schon einfallen müssen. Der war schon einmal in einem Dokument und ich dachte so, den Namen kennst du doch, jetzt weiß ich woher. Fuck! Fielen aus dem Himmel über den Berg, den wir heute Fuckfield nennen. Fenrir tötete Odin, legte beinahe alle Welten in Schutt und Asche. Nur wir auf Hodmimirs Holz blieben übrig, hier geführt von Odins Sohn Vidar. Die Namen sagen dir wahrscheinlich eher was als mir. Hodmimirs, Odin, sowieso? Ja, Sohn Vidar. Vidar. Okay. Ruhe in Frieden. Oh, hast du schon wieder das Licht ausgemacht? Lass das Licht an. Oh. Wir haben schon wieder Kinder umgebracht. Aber das, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Am Baum. Das ist auch die. Das könnte auch die Bewegung sein, die ich gerade gesehen habe. When my father died, we buried him, and we mourned him. I told Espen he was in a better place and to remember his grandfather as he was before he got sick. Who was mourning these people? Where were they remembered fondly? It seemed like the people on the island had been fighting to hold on for so long, then just let go. But I wasn't ready to let go. I wasn't ready to let Espen become a memory. Also, wie meinst du, könnte das Spiel enden? Oh, bitte nicht. Alle Viecher, die erwähnt werden, tauchen auch hier auf. Die sind doch... Nee, das glaube ich nicht. Ja, aber die tauchen doch nicht auf der Erde auf. Nein, nicht unbedingt auf der Erde. Die Brüder sind eingesperrt. 1. Geschichte der Dorfbewohner. Der Tag war erfolgreich. Die Ältesten haben endlich beschlossen, dass den Wagen Einhalt geboten werden muss und seht, wir haben es geschafft, die Bastarde in der Schlucht einzuschließen. Wir haben einige junge Männer als Kundschafter in die Tunnel geschickt und sie angeordnet zurückzukehren, wenn sie die Welpen rumschleichen sehen. Nein! Nein! Nachdem die Aufgabe abgeschlossen war, ist eine Gruppe von uns mit toten Ziegen und Eimern voll Innereien durch die Tunnel hoch in die Schlucht geschlichen. Die blutige Sauerei wurde in die dunkle
Er wurde in einer dunklen Ecke des Gebirgspasses auf den Boden verteilt. Der Geruch von Blut hat die dummen Kreaturen angelockt und sie kamen schnüffelnd in die Schlucht gelaufen. Ich hatte sie nie zuvor gesehen und ihre Größe macht mir Angst. Sie waren gigantisch, so groß wie ein Mann, doch dünn und kränklich aussehend. Danke. Auf beiden waren Zeichen zu sehen, die in der Dunkelheit zu leuchten schienen, als sie aus dem Tunnel traten. Stell nicht mehr. Weil ich weiß nicht, ganz ehrlich, was die Center kam, aber also die ganzen Ausführungen passiert das. Ich weiß jetzt nicht, wo ich lang muss. Ach, hier komme ich nicht lang. Hier komme ich nicht lang. Da muss ich da runter. Ja, wahrscheinlich, wenn ich jetzt andersrum gehen würde. Also, na, rückwärts jetzt. Hier war ich schon, oder? Nicht da. Nein, hier war ich noch nicht. Ein Widderhorn, Askeladen und die Prinzessin. Brüder, ich fand eine Tote, ein Widderhorn. Kannst du verstehen, warum ich dieses Spiel anfange zu hassen? Diese Mythologie, sie ist zwar interessant, und das war's aber noch schon. Ja? Eine Höhle. Eine große Sache. Das sind Blätter. Das sind Blätter. Okay, da war auch nichts. Ich weiß, das sind Blätter. Worden. Ach, da, ich bin in einem Massengrab. Ach du Scheiße. Ich dachte, hier geht's weiter. Stattdessen laufe ich mitten in ein Massengrab rein. Bisher hat sich das Spiel eigentlich ziemlich selbst erschlossen, wo ich hin soll. Jetzt habe ich gerade keine Ahnung. Am Haus weiter? Geht das? Ja, hier kann ich weitergehen. Scheiße, was ist das denn? Ja. Weiß nicht, wo ich hin soll. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Es ist doch alles so. Da ist nur wieder das Massengrab. Noch eine Tür. Ach, die Brüder sind eingesperrt. Zwei. Er holt sein Spielzeug. Geschichten der Dorfbewohner. Und sie haben einander zugeflüstert,
bin ich mir sicher, sobald sie auf der anderen Seite damit beschäftigt waren, sich die Bäuche vollzuschlagen, rannten wir hinter ihnen durch die Schlucht und verschlossen alle Türen vor ihnen, von ihnen. Somit waren sie gefangen, wie sie brüllten, als sie verstanden, was wir getan hatten. Die Tür, die sie mir am nächsten war, erzitterte, als die Brüder sich dagegen warfen. Es war vergebens. Die Türen wurden gebaut, um stärkere Bestien als diesen standzuhalten. Nun, da die Türen versiegelt sind, wird es beinahe unmöglich sein, von einem Dorf zum anderen zu reisen, da allerlei gottlose Kreaturen auf den Pfaden ihre Unwesen treiben. Ich will gar nicht mehr weitergehen, weißt du? Das Spiel ist für mich ab hier beendet. Doch die Brüder sind nun auf ewig eingesperrt. Ein großer Tag für die Insel zum ersten Mal seit einer langen Zeit.